Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Heute werdet ihr erfahren, was der November für uns bereithält. Und was Nostradamus für den November prophezeit hat. Unser Miteinander wird auf die Probe gestellt und vieles wird zurechtgerückt. Die Wirtschaft floriert und es gibt keine Spannungen. Die meisten größten Probleme sind durchgestanden. Doch so harmlos, wie es scheint, ist es nicht. Wir haben mit uns selbst zu kämpfen, weil die Venus rückläufig ist. Wir stehen einer harten Prüfung im Miteinander gegenüber. Doch keine Sorge, überstürzte Trennungen sind nicht endgültig. Nun die Prophezeiung Nostradamus für den November. Sie lautet: Der Präsident betritt die ferne neue Welt. Während die Leute ihn willkommen heißen, findet seine Falschheit so viel Widerhall, dass die Bürger sich versammeln und feiern. Ja, das trifft auf so manche Persönlichkeit zu. Und so mancher der sogenannten wichtigen Personen wird weichen müssen, weil er einsieht, dass er eine falsche Strategie und ein falsches diplomatisches Spiel gespielt hat. Er wird einsehen müssen, dass er nun gegen verschlossene Türen rennt. Doch so ganz ohne Folgen wird seine Regentschaft nicht bleiben. Ob in der Politik, Wirtschaft, im Beruflichen oder der Familie. Und wir alle werden das ausbaden müssen. Bitte denkt daran, dass Merkur rückläufig im November wird. Und zwar in der Zeit vom 17.11. bis 6.12.18. Es ist der Merkur, er ist in diesem Jahr das letzte Mal rückläufig. Und es ist besonders darauf zu achten, vorsichtig zu sein, da er im Feuerzeichen steht. Handelt bitte in dieser Zeit nicht voreilig. In Liebe, eure Deria.